In diesem Video von Luan Mendes sehen wir, wie Luan und seine Freunde ein verlassenes Gebäude untersuchen. Laut den Einheimischen soll sich in diesem Gebäude ein Dämon aufhalten. Luan und seine Freunde haben sich für die Untersuchung sogar extra bewaffnet. Dass ihre Waffen dann jedoch völlig nutzlos sein sollten, wussten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Só tem moleque bom, me atenda. Me atenda. Não faça eu ficar nessa dúvida. Já vou falar. Você começou. Nem ela entrou aqui, a temperatura já não tá normal, mano. A temperatura caiu. Viu, velho? Pô, já caiu a temperatura. Não aguento mais. Eu não tô aguentando. Ô, Leandro, ô, Leandro! Ai, 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 ai. O Douglas, o Douglas! Douglas! Luan bemerkt, dass es kälter geworden ist und einer seiner Freunde scheint kurz davor zu sein, durchzudrehen. Doch dann passiert es. Einer der Freunde wird von irgendwas weggezogen. Man sieht hier ganz klar, dass der Freund von Luan von irgendwas festgehalten wird. Auf den ersten Blick sieht es wie eine sehr helle und riesige Hand aus. Wenn wir uns die Aufnahmen sogar noch genauer anschauen, sehen wir, dass diese Hand hier nochmal versucht, den Freund zu greifen. Als dieser sich dann befreit hat, sieht man auch noch, wie die Hand sich öffnet und ihn loslässt. Ich muss zugeben, es wirkt erstmal ziemlich real. Dennoch liegt es wie immer an euch. Was haltet ihr von der Aufnahme? Haben es Luan und seine Freunde mit der Provokation übertrieben und den Dämon so verärgert, dass dieser sich einen aus der Gruppe schnappt und wegzieht? Oder ist das Ganze nur ein nett gemachter Fake? Ihr entscheidet. In diesem Video sehen wir einen arabischen Ghost Hunter. Dieser untersucht in dieser Folge ein Haus, in welchem eine Hexe leben soll. Angeblich sind in dem Dorf, in welchem die Hexe lebt, immer wieder Kinder verschwunden. Die Dorfbewohner haben aber solche Angst vor der Hexe, dass immer mehr Familien aus dem Dorf weggezogen sind. Schon kurz nachdem er in dem Haus ankommt, begegnet ihm die Hexe. يعني السحرة مش عاوزين دخلوا له كثير ناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن كلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Falls ihr euch nun fragt, warum läuft er nicht einfach weg? Das gleiche habe ich mich auch gefragt. Jedenfalls beruhigt sich das Ganze im Originalvideo wieder etwas und von der Hexe fehlt jede Spur. Deswegen beschließt er weiter in das Haus zu gehen. Doch was dann passiert, ist der absolute Horror. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولع البيت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله القوي وأنتم الضعفاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات. نون، was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr ein Video seht, von welchem ihr denkt, das sollte in Ungis Top 5 vorkommen, schreibt mir eine E-Mail an ungionline@gmx.net oder kontaktiert mich über Facebook oder Instagram. TikTok-Userin Kelsey Flynn zeigt uns hier ein Video, in welchem eine Freundin ein Bild von ihr gemacht hat, wo sie gerade ein Kleid in einem Brautjungferngeschäft anprobiert. Ich erzähle euch kurz, was Kelsey in dem Video sagt, denn weder ihr noch ich hab vermutlich Lust auf einen riesigen Berg Untertitel. Ich war gestern ein Brautjungfernkleid shoppen und hab gerade dieses Kleid anprobiert. Eine Freundin seht ihr da im Spiegel und eine andere Freundin hat das Bild gemacht. Ich habe das Bild dann heute Morgen meiner Schwester geschickt, wie sie das Kleid findet, und ihre Antwort auf das Bild war nur: Oh mein Gott, du bist besessen. Schaut euch mein Gesicht an. Achtet bitte nicht auf mein dummes Lächeln. Und dann schaut euch die Reflexion im Spiegel an. Was zum ... ist das? Ich drehe durch. Ich bin besessen. Das ist nicht mein Lächeln. Wo sind meine Zähne? Das Lächeln der Reflexion sieht aus wie aus dem Film Wahrheit oder Pflicht. Ich bin besessen. Also, was haltet ihr davon? Ist das Ganze einfach nur ein digitaler Fehler? Oder hat Kelsey vielleicht doch etwas Paranormales in ihrem Bild eingefangen? Ihr entscheidet. Im nächsten TikTok von Chips and Chicken sehen wir eine Aufnahme von einer Überwachungskamera. Die Aufnahme entstand in einem Gebäude, welches in den 50er Jahren erbaut wurde und aktuell ein Gewerkschaftszentrum ist. Eines Nachts, das Gebäude war zu dieser Zeit leer, löste irgendwas den Alarm aus. Der Leiter des Gewerkschaftszentrums war natürlich alarmiert und schaute sich direkt die Aufnahmen der Überwachungskameras an. Er sah auch etwas, jedoch hatte er vermutlich etwas weniger Unheimliches erwartet. Chips and Chicken arbeitet übrigens in genau diesem Gebäude und ihr Chef hat ihr dieses Video mit den Worten "Ich glaube, ich werde kündigen" geschickt. It looks like she's floating, Bob. Is that it? Eine weiße Figur schwebt über dem Boden. Mitarbeiter, die das Video ebenfalls gesehen haben, sind davon überzeugt, dass es sich dort um den Geist eines Mitarbeiters handelt, der dort knapp 30 Jahre gearbeitet hat und erst vor kurzem verstorben ist. Weiter erzählt Chips and Chicken, dass das Gebäude zu dem Zeitpunkt geschlossen und leer war. Außerdem ist genau am Ende dieses Ganges das Büro, in welchem der verstorbene Mitarbeiter 30 Jahre lang gearbeitet hat. Also, was glaubt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare.
Hier habe ich jetzt mal eine Premiere für euch. Ihr werdet gleich Aufnahmen von deutschen Ghost Huntern sehen. So nebenbei ist das erste Mal in der Geschichte meiner Top 5, dass ich Szenen von Ghost Huntern aus Deutschland zeige. Und ich hoffe, dass noch weitere Aufnahmen von deutschen Teams folgen werden. Falls ihr da etwas für mich habt, kontaktiert mich einfach. In der ersten Szene von Paranormale Welten besucht das Team einen Ort, der inzwischen leer und verlassen ist. Früher gab es dort unter anderem eine Ausweichführungsstelle der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Berlin. Relativ am Anfang des Videos kommt das Team an eine Stelle, an welcher scheinbar ein Bussard ertrunken ist. Das Team verweilt für kurze Zeit an der Stelle und als sie gerade weitergehen wollen, ist ganz klar eine EVP zu hören. Jetzt hier einer versenkt wurde. Ist der eine Fuß, der noch nach oben treibt. Kurz danach folgt die zweite EVP. Ich fand die zwei Aufnahmen bzw. die zwei EVPs so gut, dass ich euch diese unbedingt zeigen musste. Solche deutlichen EVPs hatte ich bislang sehr selten. Im zweiten Video von Paranormale Welten ist das Team auf einem Flugplatz unterwegs und auch hier ist wieder eine sehr klare und deutliche EVP zu hören. Bist du das, der Pfeif? Wenn ihr mehr von dem Team sehen wollt, schaut doch mal auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Dort haben sie bislang schon ein paar Untersuchungen hochgeladen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die Truppe mal unterstützt, denn denkt immer daran. Die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten bekommen, sondern die, die am meisten geben. In diesem Video von Terror al Extremo ist dieser mit seinem Kameramann auf der einsamen und angeblich verfluchten Desierto de los Leones Waldstraße in Mexiko unterwegs. Die Einheimischen erzählen, dass diese einsame und abgelegene Waldstraße verflucht sei. Immer wieder wären hier schwarze Schatten zu sehen, die über die Straße laufen. Angeblich würden diese Schatten sehr oft versuchen, Auto- und Motorradfahrer zu erschrecken, damit diese von der Straße abkommen, einen Unfall bauen und sterben. So hätten wohl schon einige auf der Straße ihr Leben gelassen. Diese unerklärlichen Vorfälle häufen sich wohl am meisten um Kilometer 31 auf der Straße. Auch die verlassenen Gebäude an der Straße seien wohl verflucht und auch dort könnte man immer wieder Schatten, Geister und andere Wesen beobachten. Terror al Extremo will diesen Erzählungen auf den Grund gehen und begibt sich auf der Straße auf die Suche. Bueno, pues vamos grabando un poco del recorrido, porque les repito, la gente dice que se aparecen fantasmas y se les avientan a los vehículos. ¡Aco, güey! ¡Cabrón! ¡Uy, güey! Es hörte sich so an, als hätten die beiden etwas angefahren. Als sie jedoch nachschauen, finden sie nichts und niemanden. Die beiden fahren die unheimliche Straße also weiter. Pues hasta ahorita. La verdad es que hace un chingo de frío, discúlpenme por la grosería. Hace bastante frío, amigos. Que la verdad sí da un poquito de güey. Oye, güey, oye, güey, están tocando allá arriba. Están tocando arriba, están tocando arriba. Espérame. No se ve nada, Tranquilos, ya, perdón, ya me iba a caer. ¿Qué fue eso? Und schon wieder. Irgendwas hat den Wagen berührt. Es hörte sich wieder an, als hätten die beiden etwas angefahren oder als wenn jemand von außen auf das Auto schlägt. Aber sie können auch diesmal wieder nichts finden. Die beiden brauchen eine Pause und beschließen, kurz am Straßenrand zu halten und mal durchzuschnaufen.
Die beiden wussten zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht, dass sie gleich etwas sehr Unheimliches auf Kamera aufnehmen werden. Momentis. Habt ihr es gesehen? Als die beiden wieder im Auto sitzen, rennt irgendwas hinter dem Gebäude entlang. Es sind weit und breit keine anderen Autos zu sehen, was die Frage offen lässt, wer oder was war diese mysteriöse Gestalt und vor allem, warum rennt dieses Etwas im Wald herum, mitten in der Nacht? Die beiden fahren weiter und kommen an eins der am Anfang erwähnten verlassenen Gebäude und auch hier sind die zwei nicht allein. Avienta toda tu luz. Al 100. Porque como está bien oscuro. Sí, ya se ve mejor. Uy, no puede ser, Luis. ¿Qué? Luis, alguien se acaba de asomar ahí de esa ventana. No manches, neta. Sí, güey. Aquí lo vi. Aquí. Te lo juro, aquí. Alguien se nos estaba viendo hacia allá, güey. Le puede ver la mitad del dorso. No inventes, neta. Sí, claro. Aber es wird noch schlimmer. Als sie die Umgebung absuchen, nimmt das Ganze eine schmerzhafte Wendung. ¿Cómo ves si? Cuidado, cuidado, ¿estás bien? ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, no mames. Sí, espérame, no te muevas. Ahí tienes la marca de lo que te pegó, güey. Das war den beiden zu viel und sie entscheiden sich zu fahren. Aber das war noch immer nicht alles. Mira, aquí, da. Wow. Mira, se ven las como manitas de niño, güey. Mira, sí. Así las tengo bien. Oye, son varias, ¿eh? Die beiden finden Handabdrücke auf dem Auto und auf dem Weg raus aus diesem unheimlichen Wald läuft vor ihnen irgendwas über die Straße. Was das Ganze aber noch viel, viel gruseliger macht, ist die Tatsache, dass ein anderer YouTuber genau die gleichen Erfahrungen an dem verlassenen Gebäude gemacht hat wie Terror al Extremo. Der YouTuber Alberto Del Arco befindet sich ebenfalls auf der verfluchten Straße und kommt wie zuvor schon Terror al Extremo an das verlassene Gebäude. Er und sein Kameramann suchen den Wald um das Gebäude ab und was beide da noch nicht wussten, sein Kameramann wird gleich etwas sehr Unheimliches auf Kamera aufnehmen. Beide haben das übrigens vor Ort nicht bemerkt, erst beim Bearbeiten des Videos fiel es ihnen auf. Schaut genau hin. ¿Viste ese tronco? ¿No te da la impresión de que es una niña? ¿Como de una niña? Es ist genau der gleiche Schatten und auch genau das gleiche Gebäude wie zuvor bei Terror al Extremo. Also, was denkt ihr? Haben Terror al Extremo und Alberto da wirklich paranormale Vorfälle aufgenommen? Oder ist das ein ziemlich großer und aufwendig geplanter Fake? Ihr entscheidet. Kleiner Nachtrag noch von mir. Beim Bearbeiten ist mir das hier aufgefallen. Sieht das für euch auch wie ein Gesicht aus? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare.
Wenn dir das Video gefällt, lass doch einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal und aktiviere die kleine freundliche Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf Instagram zu folgen, denn dort poste ich regelmäßig Bilder, Umfragen und sonst irgendetwas aus meinem Leben. Wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann!